Okay. Wie viele Zuschauer? Wir kommen zurück, Kemal. Mensch! Oh, hier schleppt ein Zombie. Und das liegt auch da teils da dran, Billy, je nachdem, was du für einen Charakter nimmst, also sprich. Ja, ich habe den Dicken halt genommen, also die Kante, ja. Ne, den Baumeister, der hat halt nicht so viel Ausdauer. Kante. Aber der Ninja hat er mehr gehabt, ne? Tschüss, ja. Fliege ich hier einfach runter. Was ist das? Tschüss, ja. Tschüss, ja. Aber noch Streusalz. Oh, Junge, ja, ich muss jetzt 16 Minuten warten, Alter. Als ob ich beim Arbeitsamt anrufe, Warteschleife. Ach, du Kacke. Ich wundere das ganz, oh, da kommt irgendwas auf mich zu. Ich mach mal kurz die Zigarette aus. Gleich Battle Royale oder wollt ihr noch weiter Rettet die Welt spielen? Ich will erstmal noch ein bisschen den Story-Mod hier, also PvE-Mod, ein bisschen weiter wechseln, weil ich da besser lerne, wie man halt den Waffen besser umgeht, ne? Ja. Okay. Zu meiner Verteidigung, mir fehlt auch das Attribut an die Hand und es ist halt nicht alles immer ganz easy. Ja. Ich rede auch wie ein Ausländer, Zeiten. Ja, ich habe auch ausländisches Blut in mir. Wie bitte? Was für ein ausländisches Blut? Russe. Ah. Unmöglich. Paruski, Paruski. Am Start. Paruski. Ein paar verstehen zu komplett. Krieg den Start. Was bauen die da eigentlich? Werden wir durch Deutschrap oder so? Ab und zu, ja. Nicht. Was hörst du? Ich nicht. Immer je nachdem. Ich bin da so ein bisschen wählerisch, was Musik angeht. Sehr wählerisch. Du hörst allgemein so Deutschrap so oder magst du dich mit dem beleidigen? Also ich höre keine Lieder, die beleidigend sind. Absolut nicht. Ja. Weil darauf stehe ich echt absolut gar nicht. Bin ich hier fest. Muss der Baum da weg. Oh, geht doch. Okay. Also einer von euch heißt auf jeden Fall Benny, oder? Wie bitte? Wer heißt Benny von euch? Benny? Keiner. Ja, keine Ahnung, irgendeiner hat doch gerade vorhin... Billy, Billy. Genau, Billy. Da ist mein Gamertag, den... Ich hab meine linke Hand, die mir halt fehlt, den habe ich euch früher mal Billy genannt, deswegen Billy Tucker 5. Willst du nicht mal Blutklow deponieren? Hier fehlt links die Hand seit Geburt. Die ist nicht existent. Ach so. Ah, das ist scheiße. Ah, kann passieren, ne? Ja, was soll man machen? Das Leben ist so. Das Leben geht weiter, die Erde dreht sich weiter um die Sonne. Alter, was baut derjenige da? Da kommst du ja gar nicht hoch. Ja, doch schon ein bisschen, aber die Zombies kommen da nicht so gut hoch, weil die nicht so springen können. So. Hallo Opferrot. So. Materialstein. Jetzt noch eine Brücke dahin. Hier. Aber ihr könnt doch keine Spenden einnehmen, oder? Vielen lieben Dank für die Follower. Schon. Ich kann schon donaten. Aber bitte? momentan könnt ihr schon donaten, aber es geht alles halt nur über. Bei mir momentan nur über PayPal. Mann, ich hatte dieses Nachladen hier. Nein, wo ich erstmal mit Twitch angefangen habe, also das ging erstmal nicht. Ab einer bestimmten Followerzahl konnte ich erst einnehmen. Also das Geld einnehmen, beziehungsweise was meine. Follower, oh, danke, dass du mich hostest. Warst du, da warst du ja noch nicht volljährig. Bist ja noch nicht volljährig, ne? Ich hab dir gesagt. Nee, trotzdem. Trotzdem? Ja, dann muss ja ich mal wegen der Einwilligung der Eltern. Ah. Ja, ich habe da Post bekommen. Und dann müssen das meine Eltern diese Scheiße da, keine Ahnung was da stand, aber müssen die das schreiben. Ah, ich habe wieder keine Money mehr. Dann haben wir HDB direkt Konto geöffnet, danach habe ich alles über Konto gehabt. Ja, das ist natürlich der Vorteil, wenn du dann volljährig bist und damit anfängst, ne? Da hat man das ja
Ja. Hallo Karl. Aber ich hab's auch so bekommen. Ah, jetzt bin ich wieder dran. Bei den Followern hab ich für mein drittes Monitor geholt. Oh. Ja, alles, ja. Ne? Ah, dieses Nachladen hier. Schlimm. Ah, das kommt auch noch bei euch, glaubt mir. Ah, das kommt auch irgendwann. Ja, ich hab mit Twitch, wo ich erstmal. Mein erste, ich hab. Das war zwar 50 Cent, was ich bekommen habe. Ich hab mich so gefreut, Alter. Jeder Cent ist erfreulich. Ja. Wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert, ne? Genau. Vor allem weißt du dann auch, dass du dann, wenn du da was donated bekommst, dass du dann auf jeden Fall was gut machst. Dass du dir damit unterhältst. Dass du dich auch bei dir dann im Stream oder im Video halt wünschst, ne? Also das kam mit 5 Cent, das war, ich glaube, das war ein älterer. Ich weiß nicht, ob man Opa kann, der war auf jeden Fall älter. Ich glaube mal um die 50 oder so. Der hat mir erstmal 5 Cent gespendet, Digga. Danach habe ich mich voll gefreut. Ich sag, da kam 5 Euro an. Und danach 10 und hat dann 50 Euro gespendet. Dann, das war schon absolut krank. Und dann halt mit dem Geld, dann habe ich das gespart erstmal ein bisschen. Und danach habe ich auch Verlosungen gemacht. Halt, dann habe ich auch 20 Euro PSN verlost und so im Stream. Ja, ich habe den Nightbot, den muss ich noch aber richtig einstellen. Heißt ja nehmen und geben, wa? Genau so ist es, genau so ist es. Also wir haben für nächste Woche Freitag haben wir einen 24 Stunden Stream geplant. Und da wollten wir dann auch halt mit Points etc. Haben uns auch jetzt zum Woche überlegen, dass wir dann ein Giveaway auch veranstalten, wenn wir dann eine gewisse Follower-Anzahl haben. Designs. Kann man immer gebrauchen, ne? Ja, ich könnte ja, also ich bin wenn da du auch, Handy was das daneben hast, also wenn du dein Handy in der Hand hast, kannst du ja ganz kurz mal in YouTube Legacy Rap reingehen, dann kannst du ja mal durchgucken. Ja, ich möchte deinen Namen, ich ziehe das auf jeden Fall nachher mal rein. Oh. Ich weiß nicht, kennt ihr Aimbot? Aimbot, das ist einer, das ein auch ein Dreamlike Basti, ich möchte das Wort dreckige Sklave nicht in meinem Chat haben. Verwarnung. Verwarnung. Solche Leute, sonst banne ich dich direkt. Und dann. Ja, ich brauche auch deinen Follower dann nicht. Aimbot ist einer aus dem Impact und der hat mal bei mir Designs bekommen. Geraubt. Gekauft. Ach, gekauft. Sorry, da hab ich dich gerade auch kurz nicht verstanden. Ja, nice, ich hab Kaugummi im Mund. Achso, ja, okay. Oh, 8 Minuten noch. Konto schneller, man. War das bei euch auch so? Nee, wir waren direkt drinne. Keine Ahnung, bei mir ist der Fortnite direkt Wartestange. Ja, die wollen Sachen patchen, ich weiß auch nicht. Ja, wahrscheinlich wie letztens bei GTA Online, da hast du auch gesagt, nur Verbindung zu oder ausgeprobt ohne Ende. Glaubst du ja auch andere Games außer Fortnite jetzt, oder? Ja, hauptsächlich jetzt GTA 5, also GTA Online. Ja. Und, sauber geht, aber ich finde persönlich dreckig hört sich so böse an. Lass mal kurz die Zeit aufschreiben. Aber jetzt fürs Erste ist es dann erstmal nur GTA und Fortnite. Dann später dann halt die neuen Games kommen, die kommen dann auch dazu. Ich habe jetzt zwar noch voll viele rumfliegen. Ich habe mir angewohnt, immer Games zu kaufen und dann habe ich die vielleicht ein, zwei Mal in die Playlist reingelegt und machen die wieder. Ja, habe ich auch. Da habe ich auch zig Games rumliegen. Und dann kann man sich aber nicht entscheiden. Ich hatte richtig viel Spiele, ich hatte GTA ja, und Green to Warfare. Danach, seitdem ich meinen Geburtstag gefeiert habe und Hausband hätte, wurden so viele Spiele geklaut, weiß auch nicht. Zum Beispiel, ich habe 3 Scuffs gehabt, alle 3 weg, da musste ich mir wieder neue holen und auch alle geklaut. Oh man. Ja. Egal. Soll man machen. Einfach nur erbärmen. Das ist so. So. Mir schrieb gerade einer, meinst du, dass das bezogen auf nicht in die Server reinkommen?
Mir steht, du weißt, wenn du einfach Fortnite startest, dann läuft da erstmal diese scheiße Balken da zum Laden. Genau, genau. Wenn er zu Ende geladen ist, danach steht auch Fortnite und dann steht auch einloggen, ne? Danach macht er da, die überprüft er doch alles so. Ja. Ja, und genau das hat alles gemacht und danach stand da in der Warteschlange für danach halt die Minuten. Da stand 18 Minuten, jetzt nur noch 6. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ein Zuschauer, der mir das geschrieben hat, oder mir Mod ist, ich weiß nicht, ob der das aufgezogen meinte. Warte mal, Kemal, warte. Er meint, das liegt wahrscheinlich daran, dass ein neues Anti... bei GTA, okay. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Naja, pass auf, dann haben die neues Anti-Cheat-Dinge da drin und ich wurde damals auch schon mal von dem neuen System als Cheater eingestuft, weil er 3 Monate temporär gesperrt, ob ich denn Cheater war. Egal, habe ich von Rockstar Games 10 Millionen geschenkt bekommen, ich glaube, oder als Entschuldigung. Also ich konnte jetzt schon mal sagen, wenn ihr von Twitch einen Vertrag kriegt, nehmt ihr auf jeden Fall an und danach werdet ihr auch, glaube ich, das war bei mir genauso, danach werdet, könnt ihr, wenn ihr Glück habt, werdet ihr euch halt welche, so ein paar Sachen schicken, wo ihr für die Werbung machen könnt, wo ihr auch was mit habt. Also ja, könnt ihr die Werbung einnehmen, dann könnt ihr die Werbung machen, also solltet ihr sogar im Stream dann. Zum Beispiel für Handy-Apps und so, weißt du, was meine? Okay. Genau. Ja, somit habe ich auch angefangen, da krieg ich auch so ein paar Prozente. Das ist nice, das ist nice. Aber wahrscheinlich werde ich aufhören, ich weiß auch nicht. Den banne ich jetzt erstmal. Heinz, Cats up. 1, 2, 3, hallo ihr Fotzen. Hat er geschrieben? Ich jetzt, ja, das hat er geschrieben. Das hat nämlich mein Automod direkt gefiltert für mich. Ich habe den jetzt auf meinem Channel gebannt. Also gesperrt. Sowas geht nämlich absolut gar nicht. Hey, man kann sich... Warte mal. Über PS4 auf Twitch? Warte mal. Man muss über der PS4 Twitch anmelden. Also musst du mit... Die App Twitch heruntergeladen, oder? Nein! Ich habe das auf Übertragung, dann auf Twitch und dann mit Twitch verbunden. PS4 mit Twitch verbunden. Weil jetzt mache ich jetzt auch, ich war lange nicht mehr auf Twitch, deswegen. Also über PS4 eigentlich gar nicht so. Ein Scuff nur mit dem Code Amai. Das ist auch das allerletzte. Man schreibt nicht im Chat, hallo ihr Fotzen. Ich habe auch diese diversen Beleidigungen auch gefiltert. Ist bei mir überhaupt nicht gesehen. Ich möchte keine Beleidigung, ich möchte keine rassistischen Bemerkungen oder sonst was, diverse Sachen. Ich möchte nicht, dass über mich schlecht geredet wird, sonst kriegt ihr alle einen Bann. Ganz einfach. Achso, ja, so sieht's aus. Das war nämlich gestern genau das gleiche Spiel. Ich hatte zwei 15-jährige Österreicher bei mir im Livestream gehabt und die haben, während ich AFK war, schlecht über mich geredet. Die haben Werbung gemacht und das funktioniert absolut gar nicht. Ganz einfach. Und so jetzt und du, jetzt höre ich dir zu. Ich soll dir von einem Zuschauer mitteilen, der bei mir Mod ist, aber einen Scuff nur mit dem Code Pamai. Pamash. Also anstatt SCH am Ende mit J, Pamash. Und das heißt? Irgendwie Scuff. Ich weiß nicht, was ein Scuff nur mit dem Code Pamash. Ich weiß gerade auch nicht, was das sein soll. Ja, ich wollte einmal Werbung machen für King Controller, machen Ausgabs. Nicht halt Scuff Gaming, sondern King Controller. Da habe ich auch halt zum Beispiel Scuff Code mit Kalash, aber ich bin nicht mehr bei denen, ich habe gekündigt. Weil ich wollte erstmal ohne Werbung weiterkommen. Und ja, ich wollte es nicht unbedingt für Geld machen, deswegen habe ich dann gekündigt da. Ja, ich weiß, was er meint. Okay, alles klar. Es gibt ja immer so Scuffs Code, so wie zum Beispiel, wenn du da Abonnent bist von Visca Barca und der Mann dann sagt dann, ihr könnt meinen Scuff-Controller kaufen mit dem 5%-Code, wenn ihr den anschreibt, der 5% drauf. Es ist eigentlich egal, ob du das auf der PlayStation oder auf dem PC oder auf dem Xbox spielst, es ist relativ egal bei Fortnite. IFDC LOL, der hat es gerade erklärt, ich hab's jetzt gecheckt. Du hast das halt einfach... Hat ein bisschen länger gedauert bei mir, weil ich keinen Plan hatte, was das war. Das ist halt alles noch ein bisschen Neuland für mich, ne? Ja, ist normal. Hast du erst neu die PS4 oder... Erst neue Fortnite. Das ist jetzt meine dritte Konsole. Meine dritte PS4. Warum dritte? die erste hat den Geist aufgegeben, die zweite nicht, aber dann war die PS4 Pro da im Angebot, da haben wir zugeschlagen. Ja, ich hab